Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Bayern München. Ja, heute geht's weiter in der Bundesliga, und zwar müssen wir ins Olympiastadion, in die Hauptstadt gegen Hertha BSC Berlin. Ja, spannendes Spiel steht an. Wir schauen zuvor mal ganz kurz auf die Tabelle. Es ist ja das Montagabendspiel, das heißt, alle anderen haben schon gespielt, und wir sehen, Wolfsburg und Schalke haben gewonnen, Leverkusen hat unentschieden gespielt. Das heißt, wenn wir hier und heute gewinnen würden, dann haben wir wieder 6 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz. Ja, und wenn wir verlieren, dann seht ihr, wie es ausgeht. Dann haben wir nur 3 Punkte Vorsprung. So, Hertha BSC Berlin ist auf Platz 9. Die spekulieren natürlich immer noch auf die internationalen Plätze, also auf Platz 6. Und ja, mal schauen. Mit einem Sieg würden sie dann natürlich heute sehr nah rankommen. So, wir gehen rein ins Spiel. Wir spielen, wie gesagt, in Berlin. Das heißt, wir nehmen als Heimtrikot genauso wie Berlin. Und Tornos haben wir natürlich keine, es ist Montagabendspiel, das heißt, wir müssen die Zeit auch ein bisschen runterschrauben. Machen wir 19.30 Uhr, das passt dann schon ungefähr. Legende passt auch. Und jetzt will ich sagen, los geht's. So, dann freuen wir uns auf ein tolles Spiel. Die Bayern waren ja in dem letzten Spiel wieder gut drauf. Gegen Ingolstadt gab es ein knappes Ding. Aber beim letzten Mal unter der Woche gegen Paris Saint-Germain, unglaubliches 4:0. Das war eine Sensation, aber jetzt will ich sagen, jetzt geht's los. Bayern gegen Hertha BSC Berlin, ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Und damit herzlich willkommen hier aus dem Berliner Olympiastadion. Hertha BSC Berlin empfängt den FC Bayern München. Ja, das Stadion restlos ausverkauft. Topspiel in der Hauptstadt Deutschlands. Und es ist ein wirklich Topspiel. Bayern ist zu Gast bei Berlin. Und eins ist klar. Hertha braucht die 3 Punkte, sie wollen in die Europa League, und der FC Bayern braucht die 3 Punkte, denn sie wollen weiterhin ganz oben bleiben als Tabellenführer, aber einfach wird das hier und heute nicht. Das weiß auch der Bayern-Trainer. Unter der Woche gab es einen souveränen 4:0 Erfolg gegen Paris Saint-Germain. Da hat auch keiner verstanden, was da auf einmal los war mit Paris. Die sind in den letzten 20 Minuten so extrem zusammengebrochen. So, hier haben wir in die Augen geschaut von Hertha BSC Berlin Spielern. Und ja, jetzt schauen wir, ob wir die Aufstellung kriegen, und wir kriegen sie mal wieder nicht, weil jetzt normal sollte die Aufstellung eingeblendet werden. Egal, dann gehe ich sie mit euch ganz kurz durch. Also, Manu Neuer natürlich heute wieder im Tor bei dem FC Bayern München. Philipp Lahm auf der rechten Seite, David Alaba links, Jerome Boateng mit Javi Martinez in der Innenverteidigung. Dann das Mittelfeld baut sich heute auf mit Bastian Schweinsteiger, Arturo Vidal und Joshua Kimmich, und ganz vorne natürlich Top-Torjäger Robert Lewandowski, links Coman und rechts Arjen Robben. So schaut's aus. Hertha BSC Berlin macht jetzt auch nochmal ein bisschen heiß auf dieses Spiel, aber jetzt würde ich sagen, klicken wir es erstmal weg. Ja, beim FC Bayern München ist ja Renato Sanchez verletzt, hat sich gegen Paris verletzt, fällt für 4 Wochen aus. Deswegen würde die nächste Spiel natürlich fehlen. Aber wir sind froh, wenn er dann in 4 Wochen wieder zurück ist. So, jetzt geht's los. Anstoß ist erfolgt. Das Montagabendspiel läuft. Bayern zu Gast bei Hertha BSC Berlin. Und eins ist klar, die Bayern brauchen die 3 Punkte unbedingt. Und sie kommen auch direkt mit dem ersten Angriff. Aber der Ball von Lewandowski zu Joshua Kimmich, der kommt da nicht an. Und jetzt erstmal Skjelbred am Ball. Stark gekommen hier von Kimmich. Kimmich sucht jetzt die Anspielstation, bekommt kein Spiel. Erstmal zurück zu Arturo Vidal, der ja einen Doppelpack in Paris geschossen hat. Und er will genau da weitermachen. Aber Jahrstein im Tor bei Hertha BSC Berlin ohne Probleme. Schnappt sich die Kugel. Aber die Bayern auch sofort wieder am Ball. Über Arturo Vidal. Spielt er zu Kingsley Coman. Kommt Alaba auf. Alaba ist am Ball. Nochmal zurück zu Coman. Die Bayern versuchen jetzt hier sofort auf den Flügel durchzusetzen. Aber jetzt der Ball mal in die Spitze. Ist Kimmich. Kimmich, aber dann verliert er den Ball. Weil er dann der Grätsche ausgewichen ist. Und dann war der zweite Spieler da. Und jetzt erstmal wieder Hertha BSC Berlin am Ball. Über Skjelbred findet Duda. Weiter geht's wieder zurück zu Skjelbred. Da ist Plattenhardt. Und da ist wieder Ibisevic. Top-Torjäger vom Hertha BSC Berlin. Da ist Plattenhardt. Der Ball geht nach vorne. Und das sieht... Oh! Berlin führt! Hertha BSC Berlin führt gegen die Bayern. Das sieht Boateng absolut nicht gut aus. Hier sehen wir es nochmal. Jerome Boateng ist eigentlich bei ihm, und dann läuft er vorbei. Will noch mit dem Fuß klären, aber Duda
ist frei. Und Bayern liegt zurück gegen Hertha BSC Berlin. Denkbar schlechter Auftakt hier für die Bayern. Boateng schläft und Berlin führt 1-0. Andrei Duda. Ja, Berlin Olympiastadion ist wach. Die Hauptstädtler führen und jetzt... Jetzt ist es mal wieder soweit. Bayern liegt zurück und die letzten Male, wenn Bayern zurücklag, dann war das auch ein extrem schweres Spiel. Und meistens wurde es nicht gewonnen. So, Skelbred holt sie nächsten Mal. Bayern muss erstmal klarkommen auf die neue Situation. Kimmich, komm schon, Kimmich, setz dich doch durch. Schwierig. Und, das war ein bisschen hart. So, Lustenberger, weiter geht's zu Duda. Philipp Lahm und jetzt Robben. So, die Bayern müssen jetzt natürlich die Konzentration hochhalten, müssen sich hier reinfinden ins Spiel und so schnell wie möglich den Ausländer. Nee, das ist ein Foulspiel. Ganz ehrlich, der hat uns voll rausgezogen aus dem Spielfeld. Ganz ehrlich, Schiedsrichter, das muss man pfeifen. So, jetzt Philipp Lahm. Und dann, oh, der Pass kommt hier leider nicht an bei Lewandowski. Brooks macht das sehr gut in den Innenverteidigung. Und jetzt Kimmich, das war schon wieder ein sehr heftiges Einsteigen. Der sieht auf jeden Fall dann gleich gelb. Nachträglich bei der nächsten Unterbrechung. Und die gibt's jetzt. Ja, jetzt sieht Kimmich gelb. Absolut zu Recht. Der hat er zwei Stück echt übertrieben von den beiden geholt. Joshua Kimmich. Wer ist er jetzt bekommen für... Oh ja, da wo der Ball schon weg war. Gegen Lustenberger. So, jetzt Einwurf für Hertha BSC Berlin. Schnell ausgeführt. Robben versucht dann natürlich sofort mit dahin zu helfen. Und Philipp Lahm holt sie an den freien Ball. Gut gemacht. Und riskant. Oh Gott sei Dank, der kommt irgendwie an bei Martinez. Aber jetzt die Bayern. Mal mit der Chance. Da ist Alaba. So, Coman läuft mit und Alaba. Das... Oh, ja, ich weiß, es ist ein Körpereinsatz. Aber ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen... Harter Körpereinsatz. Aber jetzt die Chance. Robben außen bekommt den Ball von Alaba. So, Robben ab in die Mitte. Robben mit der Chance. Und schiebt den Ball vorbei. 23. Minute. Das war eine gute Chance für die Bayern zum Ausgleich. Und dann geht der Ball ja doch letztendlich weit vorbei. Robben auf dem stärkeren Fuß. Trotzdem deutlich vorbei am Tor. So, jetzt Abschlag. Ausgeführt und dann will der Alaba den Ball haben. Alaba gerade sehr offensiv unterwegs. Arturo Vidal holt sie den Ball. So, und jetzt ab nach vorne. Komm schon, Vidal. Oh, da kommt er nicht durch. Ja, das ist wieder der Alltags-FC Bayern. Der Bundesliga-Alltags-FC Bayern. Das ist nicht der FC Bayern München, den wir in Paris beim 4-0 gesehen haben. Das sind wieder die Bayern. Die war es hier bei der 2-0-Niederlage. Gegen Werder Bremen gesehen haben, gegen 1-0 gegen Schalke. Aber sie dürfen nicht aufgeben. Sie müssen ihr Gas geben. Und der nächste lange Ball, und der kommt an bei Esswein und Martinez. Oh, wie kann denn der das so abgehen? Wer ist auch Boateng? Mit der Grätsche. Super Boateng. Stark. Das tut weh. Aber das ist Boateng egal. So, jetzt komm schon. Gegen Mitchell Weiser. War ja auch mal bei den Bayern. So, der ist so Kimmich, der sucht Robben, findet diesen auch. Und Robben ist mal wieder vorbei. So, nächste Chance für den Holländer. Er will natürlich wieder in die Mitte rein. Robben zu Coman und der Ausgleich. Da ist der Ausgleich und es ist der Franzose. Kingsley Coman. 32. Minute. Bayern ist zurück im Spiel. Robben macht das sehr stark. Ist aber dann nicht eigensinnig. Sieht, dass Coman in der Mitte zur Stelle ist. Und er bringt die Bayern zurück ins Spiel. So, und jetzt natürlich das Spiel wieder offen. Der Bayern-Trainer merkt, das Ding ist noch lange nicht gelaufen. 1:1, 32. Minute. Zweites Tor von Kingsley Coman in der Bundesliga. Und jetzt geht's weiter. Also, gute halbe Stunde ist hier im Berliner Olympiastadion gespielt. Die Bayern melden sich zurück. Mit dem Tor zum Ausgleich. Und jetzt geht es natürlich weiter. Mal schauen, wie Hertha BSC Berlin auf diesen Treffer reagieren wird. Die haben jetzt seit der Führung eigentlich nicht mehr so viel offensiv zusammengebracht. Bayern war schon engagierter. Aber Achtung, es war mit der Flanke in die Mitte. Boateng, Neuer. Das sieht schon wieder so ein bisschen durcheinander aus. Da in der Innenverteidigung mit Manuel Neuer und Boateng. So, und jetzt Arturo Vidal. Und sofort ist wieder Tempo drin. Robben geht parallel mit. Vidal verliert aber den Ball und will es mit der Grätsche gut machen. Trifft weder Ball noch Spieler, deswegen
Hat der BSC Berlin am Ball, aber die werden extrem früh angegriffen. Bayern hält das Tempo sehr hoch und will natürlich auf die Führung jetzt spielen. So, da ist Esswein. Da kommt Alaba schon wieder. Lustenberger, der hat heute auch schon das ein oder andere Mal auf die Mütze bekommen. So, Bastian Schweinsteiger ist beim Schweini, versucht es auch mit der Grätsche, aber Berlin lässt sie gerade nicht so einfach vom Ball trennen. So, Kimmich haut jetzt sich, aber verliert ihn prompt wieder. Berlin kommt über Duda, dem Torschützen. So, aber wieder gut geklärt und wieder bleibt Berlin am Ball. Das gibt's doch. Hier sind sie mal den Ball ab. Das geht doch so nicht. Oh, was macht denn Boateng da? Und Manuel Neuer. So, da liegt wieder einer bei Berlin. Schiri wird schon unterbrechen, wenn es schlimm ist. Und da ist Arjen Robben. Kimmich. Da geht zu Bastian Schweinsteiger. Da ist Arturo Vidal. Vidal und ein Komor, der Torschütze zum 1:1. Schön gemacht. Da kommt Vidal. Und dann ist Jarstein am Ball. Stark pariert. Arturo Vidal mit einem schönen Schuss. Außen war Robben, Lewandowski war mit dabei. Vidal probiert es trotzdem selber. Immerhin gibt es Eckball. So, der kommt von Kingsley Coman. Und da ist Boateng mit vorne. Legt vor für Robben. Da kommt Martinez. Und Duda hat sich verletzt bei Berlin. Aber eine Riesenchance hier für Robben. Und dann Javi Martinez. Gut. Innenverteidiger ist jetzt nicht unbedingt torgefährlich. Trotzdem eine richtig gute Chance für den Spanier. Und Berlin wackelt. Nächster Eckball. Komma. Robben in der Mitte. Hinten ist Vidal. Robben. Und Jarstein. Berlin fängt jetzt ein bisschen zu schwimmen an. Aber jetzt ist erstmal Halbzeit. Und die Berliner werden sehr froh sein, dass der Schiri jetzt zur Halbzeitpause hier pfeift. Zur Halbzeitpause steht es 1:1. Bayern in diesen letzten Minuten das eindeutig bessere Team. Aber wie gesagt, zur Halbzeitpause 1:1. Und somit geht es rein. Und mal schauen, was in Halbzeit Nummer 2 ist passiert. Denn möglich ist hier alles. Berlin ist in Führung gegangen. Kingsley Coman ausgeglichen. Und Duda hat sich ja verletzt, der Torschütze von Berlin. Kann aber womöglich weitermachen. So, hier sind wir chancenmäßig Bayern besser. Aber Ergebnis 1:1. So, Fitness sieht auch noch gut aus. Kimmich hat schon gelb, aber der fliegt schon nicht. So, jetzt geht's weiter. Und Darida kommt, Lustenberger muss raus. Duda spielt also weiter. Und jetzt geht's weiter. Die zweite Halbzeit läuft zwischen Hertha BSC Berlin und dem FC Bayern München steht's 1:1. Und jetzt geht es also weiter mit der zweiten Halbzeit. Natürlich ist das hier noch ein offenes Ding. Bayern ist zwar stärker gewesen in diesen letzten Minuten in der ersten Halbzeit, aber da ist noch lange nichts entschieden. So, da kommt Kimmich schon wieder. Joshua Kimmich, in der Mitte ist Lewandowski sehr frei. Da startet Robben, aber Lewandowski bekommt den Ball nicht durch. Kimmich nochmal am Ball. Und Bayern baut sofort wieder Druck auf. Lewandowski macht das gerade sehr schön mit dem Ball. So, Lewandowski mit Platz. Und Jarstein ist zur Stelle. Nächste gute Chance für Bayern. Jarstein hält ihn. Es bleibt weiterhin bis jetzt das Spiel des FC Bayern München. Wenn man die ersten paar Minuten mal so auslässt. So, jetzt Arturo Vidal. Und dann kommt der Pass zwar in die Mitte zu Schweinsteiger, aber der kommt da nicht ran. Beim nächsten Mal muss Bayern übrigens gegen den HSV auch ein interessantes Spiel. Gegen Hamburg war es ja in den letzten Male immer ein torreiches Erlebnis. So, nächste Chance. Schweinsteiger bekommt den Ball hoch. Der Pass in die Mitte. Lewandowski läuft aber nicht rein. Und oh, Jarstein mit einer riesen, fast mit einem riesen Fehler. Er legt den Ball zurecht und dann wäre da fast Lewandowski rangekommen. So, jetzt mal wieder Berlin am Ball. Bis jetzt gehört die zweite Halbzeit komplett den Bayern, aber was heißt das schon, wenn Berlin jetzt den Ausgleich schießen würde? So, aber Alaba dazwischen. Da geht es zu Kingsley Coman, Arturo Vidal und da startet natürlich Coman. Und er muss ein bisschen auf den Ball warten, muss Geschwindigkeit rausnehmen, aber fährt jetzt wieder voll auf. So, Kingsley Coman, was macht das? Coman kommt selber wieder, Coman und da gibt es Eckball. Das wäre es gewesen, wenn er den auch noch reingemacht hätte. So, jetzt der Wechsel bei Berlin. Alagui kommt. Esswein geht runter. Eckball Bayern. Da waren sie heute schon gefährlich. So, Ecke kommt gut rein. Da ist Martinez. Robben nochmal. Okay, Robben will nicht hingehen. Ist auch recht. Dann gibt es halt nochmal Eckball. So, wieder Robben. Diesmal ist Kingsley Coman mit vorne. Kimmich bekommt den Ball. Kimmich! Abgefälscht! Es zählt! Das Ding zählt! Es ist Jerome Boateng!
der mit dem Ball ins Tor läuft. Kimmichs Schuss abgefälscht. Ich weiß nicht, ob der reingegangen wäre. Auf jeden Fall geht Boateng auf Nummer sicher oder fast auch unsicher, denn das war sehr abseitsverdächtig. Aber es dem Bayern ist das scheißegal. Jerome Boateng in der 61. Minute mit seinem dritten Tor in der Bundesliga. Die Bayern drehen das Spiel. Und das schauen wir uns auf jeden Fall nach dem Spiel in der Wiederholung an, ob da Boateng nicht tatsächlich im Abseits stand, weil der war schon sehr weit vorne gestanden. Also vorsichtig ausgedrückt, sehr abseitsverdächtig. Aber Schiri lässt durchgehen und meistens liegt das Spiel ja richtig. So, jetzt versucht Berlin natürlich zu antworten, aber Manuel Neuer zur Stelle. Weiter geht's über Jerome Boateng. Klar, Kimmich hätte natürlich das Tor wahrscheinlich gerne für sich gehabt, aber so geht's halt auch. Wenn das natürlich abseits gewesen wäre von Jerome Boateng, dann wäre es natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen. So, jetzt Arturo Vidal. Er ist natürlich auch ein Antreiber. Heute mal wieder. So, da ist Lewandowski. Die zweite Halbzeit wirklich von Berlin sehr, sehr schwach. Nächste Chance hier für die Bayern. Joshua Kimmich, der im Prinzip das 2:1 gerade vorgelegt hat. So, Arturo Vidal lässt sich vom Ball trennen, aber holt ihn sie wieder. Bayern dominiert die zweite Halbzeit. Berlin kommt nicht mehr wirklich ran. So, nächste Chance. Joshua Kimmich. Jetzt will er es glauben. Joshua Kimmich schießt schon wieder einen an. Diesmal war Coman ein bisschen im Weg gestanden. Aber Hertha BSC Berlin versucht jetzt natürlich wieder ein Spiel zu finden über Vedat Ibisevic gegen Boateng. Aber Boateng macht das ganz entspannt und holt sich den Ball. So, jetzt Bastian Schweinsteiger, außen ist Philipp Lahm. Vorne startet Robben, aber der Ball kommt nicht an und es gibt Freistoß Bayern. Und ja, jetzt gibt es aber erstmal die Wechsel. Jetzt können wir erstmal ganz in Ruhe wechseln. Müller darf rein. Außerdem bringen wir Green. Für Kimmich und Schweinsteiger ist auch am Ende, da bringen wir Xabi Alonso, wie ich ehrlich gesagt, nicht bringen. Weil die brauche ich dann direkt im nächsten Spiel wieder. Dann bringen wir Costa für die letzten Minuten noch ein bisschen. So, also, weiter geht's. Einwurf Bayern gibt's. Oder er freistellt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall drei Verwechsel beim FC Bayern München. Lewandowski, Kimmich gehen runter. Julian Green, Thomas Müller kommen. Und Bastian Schweinsteiger auch noch runtergegangen. Auf jeden Fall drei Verwechsel. Und jetzt Freistoß ausgeführt und da ist Green schon mal am Ball. Weiter geht's zu Costa. Da ist Robben, der kommt nicht hin. Aber den Ball lassen wir ins Aus, weil der abgefälscht von Costa. Nein, der geht direkt ins Aus. Einwurf für die Bayern. So, da ist Robben direkt wieder. Green. Müller. Sieht da Green. Riesenchance zum dritten. Der Torwart kommt raus. Kann den Ball wegfausten. Nochmal die Chance. Costa! Berlin zittert. Alaba direkt zu Douglas Costa. Und Jahrstein mit dem Fuß dazwischen. Unglaublich. So, Eckball Bayern. Robben. Weit diesmal. Und diesmal hat ihn Jahrstein sicher. Und ja, die Frage ist, geht hier noch was? 15 Minuten noch ungefähr zu spielen. Bayern hat das bis jetzt in der zweiten Halbzeit sehr solide im Griff. Und Hertha BSC Berlin, ja, von der ersten Halbzeit von dieser Hertha ist nicht mehr viel zu sehen. Nächster Fehlpass, Martinez stand gut. Jetzt Robben, weiter geht's zu Philipp Lahm. Der wird erstmal warten auf Robben, verliert aber den Ball. Einwurf gibt es natürlich trotzdem für Bayern. So, den wollen wir jetzt, komm schnell. Ball bleibt im Spiel, da ist Arturo Vidal, da ist Müller. Sofort wird es hier gefährlich, außen kommt schon wieder Kingsley Coman. Da kommt Green! Nächste Chance für den ganz jungen Spieler vom FC Bayern München, Julian Green. Ins Kurzeck, aber da ist Jahrstein wieder mal sehr. So, 80. Minute, die Bayern müssen jetzt langsam mal den Sack zumachen. Kommt gut rein, Jahrstein ist hier zur Stelle und da schnappt jetzt sich Green den Ball. Bekommt Hilfe von Costa. Und der ist natürlich auch nur extrem frisch, aber kommt hier nicht von Bayern Gegenspieler, wird ein bisschen zu Boden gedrückt. Und jetzt kommt Berlin. Klar, 10 Minuten sind es ungefähr, plus minus ein bisschen Nachspielzeit. Und hat der BSC Berlin, hat hier noch nicht aufgegeben. Bayern ist unglaublich druckvoll. Nee, Alaba zu Müller und er kommt nicht ran. Wieder ist Jahrstein zur Stelle, der das Spiel hier noch halbwegs offen hält. Ich glaube, wenn sie den heute nicht hätten, dann hätten die Bayern schon ein paar Tore mehr geschossen. So, Philipp Lahm.
auch mit vorne. Bei Bayern darf jetzt jeder mitstürmen. Lahm verliert allerdings den Ball. Das weiß ich so gut. Und dann der Fehlpass. Also, nee. Das müssen die Bayern eigentlich hier über die Zeit bringen. Berlin ist einfach nicht mehr ins Spiel gekommen. Der 2,5. Jetzt kommt Robin auch noch. Robin, oben startet Costa. Das kann jetzt der Sack zu sein. So, Costa, Costa, Costa. Und er bringt den Ball nicht rein. Er bringt den Ball nicht rein. Jahrstein wieder mit einer Glanzparade. Costa macht alles richtig. Nur den Abschluss, den kann er nicht gut genug platzieren. So, nächste Chance. Eckball, komm mal. Das sind viele mit vorne. Jetzt wird es hier gefährlich. In die Mitte abgelegt, dieser Ball. Ibisevic, erstmal raus. Erstmal raus. Berlin zittert hier um jede Aktion. So, Alaba. Sieht hier Green, der ist komplett frei. So, was macht er draus? Legt zurück zu Philipp Lahm. Philipp Lahm wieder zurück zu Green in die Mitte und er kommt nicht ran. Der kommt nicht ran. 4 Minuten Nachspielzeit. So, da ist Robben. Lahm. Und dann ist der Ball weg. Und es gibt noch einen Freistoß Bayern. So, das wird wahrscheinlich die letzte Situation in diesem Spiel werden. So, nochmal Freistoß für die Bayern. Nein, ich will anders schießen. Ich will so schießen. Nein. Ich will so schießen, genau. Also, 32 Meter. Das ist was für ein Kraftfuß. Hallo, ich will anders schießen. Danke. So, Costa, dann zeig mal, ob das sowas schießen kann. Costa! Pfosten! Also, es sind mehr Tore drin gewesen. So, das Spiel ist aus. Der FC Bayern München gewinnt nach einer schwachen Anfangsphase und dann eine überragende zweite Halbzeit mit 2:1. Das Ergebnis schmeichelt Hertha BSC Berlin sehr. Denn die Bayern hätten hier mindestens 2 bis 3 Tore mehr machen müssen. Und Jerome Boateng, er hat 1 geschossen. Freut sich natürlich sehr über sein Tor. Und ja, somit gehen diese 3 Punkte nach München und da ist natürlich die Freude groß. Man kann den Vorsprung auf die Konkurrenz auf 6 Punkte ausbauen. Jerome Boateng und Kingsley Coman, die Torschützen. Duda hat es zu Beginn des Spiels für Hertha BSC Berlin gemacht, aber Hertha war in der 2. Halbzeit so schwach einfach. Nur Bayern hätte hier echt so viele Tore schießen müssen. So, bester Spieler Kingsley Coman, Robben war stark. Sonst, die Abwehr Boateng natürlich mit seinem Tor auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, es wären viel, viel mehr Tore drin gewesen. Also hier nur 2:1, das ist schon sehr verschwenderisch gewesen. So, wir haben Niklas Dorsch. Ja, ich weiß, er würde gerne spielen, aber ganz ehrlich, du bist wie alt? Keine Ahnung, 17, 18. Auf jeden Fall haben andere momentan vielleicht ein bisschen den Vortritt. So, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir erstmal Training mit den Altbekannten und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir können ja mal ganz kurz auf die Tabelle schauen, vorher nochmal. Also, wie sieht es denn momentan aus? Bayern auf Platz 1, 6 Punkte vor Wolfsburg und Schalke. Schalke überraschend weit vorne. Dann kommt Leverkusen, Dortmund, der HSV, gegen die wir als nächstes müssen. Und dann geht es zur runter Abstiegszone mit Freiburg, Leipzig und Darmstadt. Gut, also ich mache mal ganz kurz Training und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, Training wäre dann auch mal wieder vorbei. Lief verdammt gut. Renato Sanchez ist ja momentan verletzt, deswegen darf Kimmich ein bisschen mehr trainieren und Kingsley Coman darf wieder mit trainieren. Ist ja bald eine 86, Kingsley Coman. Also, der geht echt extrem ab. So, wie sind wir denn mal vor? Bist du mal schauen? Wir haben ein neues monatliches Scouting-Update. Dann schauen wir mal. Also, den hauen wir schon mal raus. Der bringt nichts. Der bringt auch nichts. Der ist interessant, der ist, ja, vielleicht interessant, der ist nix. Alle, die was jetzt unter 80 Potenzial haben, die schmeißen einfach jetzt mal raus. Der hat Potenzial, der fliegt ebenfalls raus. Und der, oh, der bleibt auch. Also wir haben ein paar 90er dabei, wir haben 1, 2, 3, 3 90er Potenzial dabei. Klar, die müssen erstmal beobachtet werden und alles, aber Potenzial ist doch schon mal gut, wenn sie haben. So, das war soweit mit dem Update aus Brasilien. Und jetzt geht's weiter. Und wir sehen schon, Wolfsburg hat verloren. Und wir müssen also gegen die HSV jetzt gewinnen. HSV auf Platz 6. Gut, aber das sehen wir dann erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Mach's gut, bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Ciao.